Hi Leute, ich begrüße euch hier auf Vipers Meerwasser zu einer neuen Produktvorstellung und die Erweiterung der Refactory-Familie bei mir am Aquarium. Da seht ihr schon, was drin verbaut ist. Heute kommt das TDS Meter Plus dazu. Wenn euch das interessiert, bis gleich nach dem kurzen Intro. TDS Meter Plus. Ein weiterer Schritt in die Automatisierung bzw. Überwachung des Aquariums. Da seht ihr schon, was alles drin ist. Und im Endeffekt kommt jetzt dieses Gerät hinzu, um noch einen draufzusetzen, um rauszufinden. Okay, man kann auch mal runtergehen zur Osmoseanlage, da am TDS Meter schauen, aber das ist halt auch wieder ein Gerät, was mit in Smart Reef integriert ist und Es wurde überarbeitet, es sind ein paar Sachen dabei, dass man das kalibrieren kann und wie das genau funktioniert, schauen wir uns jetzt an. So, dann machen wir das gute Stück mal auf. Ihr seht hier an der Seite, da sind wieder die entsprechenden Informationen, die wir gleich brauchen, um das Ganze ins Netz zu hängen. Und ich baue das Ganze hier mal auf. Na, komm raus. Wir haben die üblichen Bedienungsanleitungen drin in zig verschiedenen Sprachen, damit auch alle damit umgehen können. Dann haben wir hier unsere Messsonde, sage ich jetzt mal so salopp. Der Verbinder, ein Doppelklebeband mit Klett und der übliche Reset-Magnet. Dann das Anzeigegerät selber. Raus. Auf der Rückseite ist dann auch nochmal die entsprechende Nummer vermerkt, die wir gleich für den WLAN brauchen. Und dann haben wir hier Flüssigkeit, um das TDS-Meter zu kalibrieren. Das machen wir gleich auf und packen das hier mal so auf Seite. Und natürlich, last but not least, schmeißt weg, das gute Netzteil mit den entsprechenden verschiedenen Aufsätzen. Einmal für uns hier, muss ich dann auch noch beschriften das Ganze, weil mittlerweile sind so viele Netzteile unten drin, da sollte man sich dann kleine Fähnchen dran machen, damit das Ganze dann auch auseinander gehalten werden kann. So Leute, ich habe das jetzt hier mal ein kleines bisschen vorbereitet, damit das hier etwas schneller geht. Als erstes müssen wir das Gerät natürlich in unser Smart Reef reinbringen. Dazu nehme ich euch einfach mal mit aufs Pad. Da ist schon mal meine Smart Reef Oberfläche mit den aktuellen Geräten. Und ja, wir haben die Möglichkeit hier, also am Gerät selber sind zwei verschiedene Stecker. Das heißt, wir können nicht falsch stecken. Das ist schon mal sehr gut. Die Sonde kommt in die eine und der Strom in die andere. Man kann es also nicht verkehrt machen. Dann noch eine Kleinigkeit hier zu dieser Aufnahme. Das ist im Prinzip eine Aufnahme für die Standardröhrchen. Und die hier sind keine zusätzlichen Sicherungen dabei. Das ist aber auch nicht nötig, weil hier Federn eingebaut sind. Das heißt, wenn ich das einmal reinstecke und dran ziehe, dann passiert nichts mehr. Dann muss ich tatsächlich den Ring nach unten drücken, gedrückt halten, damit ich das wieder auseinander bekomme. Also das gleiche gilt auch für die Verbindung. Wer will, kann da wahrscheinlich eine Sicherungsklammer draufsetzen. Sie sind aber bei dieser Bauweise hier nicht notwendig. Ich lasse es nochmal außen vor, weil ich nicht weiß, ob wir das Gerät vielleicht gleich noch kalibrieren müssen. Weil wir haben ja auch die entsprechende Kalibrierungsflüssigkeit dabei. So, das Gerät ist eingesteckt. Jetzt fahren wir es mal hoch. So, da haben wir die Anzeige. Und damit wir uns verbinden können, müssen wir uns natürlich erstmal in das Netzwerk dieses Gerätes einwählen. Und das ist hier das RFTM. Das kennt das, die beiden kennen sich schon, die habe ich nämlich eben schon mal miteinander verbunden gehabt. Und dann gehen wir mal hin und nehmen das tdsm.io. Und da haben wir dann auch dementsprechend schon die Anmeldeseite. Wir wählen uns Deutsch aus. Auf der nächsten Seite
können wir uns aussuchen, in welchem Bereich ein Alarm uns gesendet werden soll und ob das Gerät einen akustischen Alarmton angeben soll, ja oder nein. Wenn ich ihn ausschalte, kommt natürlich nichts. Ansonsten wäre dieser Alarmton dann bei Überschreiten der entsprechenden PPM zu hören. Ich lasse ihn ausgeschaltet. Mir reicht es, wenn ich eine E-Mail bekomme und ich möchte das Ganze bei 4 PPM haben. 4 habe ich gesagt. So, dann gehen wir auf Weiter. Da müssen wir uns dann jetzt einmal mit dem Netzwerk verbinden. Da mache ich jetzt kurz einen kleinen Cut. Kopiere mir mein Netzwerkpasswort und dann sehen wir uns sofort wieder. So, da ist er wieder. Netzwerk auswählen. Einsetzen oder von Hand eintippen. Ich mache es immer mit dem Kopieren, ist das sicherste. Das Ganze wird sich dann jetzt verbinden. Gleich kriegen wir oben links die entsprechende Netzwerkadresse angezeigt. Und dann wissen wir auch, wo das Gerät bei uns zu finden ist. Wir gehen auf Weiter und da müssen wir uns jetzt mit unserer E-Mail und unserem Passwort bei SmartReef mit dem Gerät anmelden. Anmeldung ist erfolgreich, das heißt, das Gerät ist jetzt in mein SmartReef integriert. Wir gehen auch weiter. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben gewonnen. Das heißt, wir können jetzt hier das Netzwerk wieder wechseln, gehen in die Fritzbox rein. Das können wir zumachen. Und da seht ihr schon, da ist das TDS-Meter angezeigt. Aktueller Wert ist angezeigt von 1. Das heißt, wir müssten das Gerät jetzt gleich mal kalibrieren. Ist das schon mal gut, dass das Material da ist. Jetzt ist es 0. Ha, super. Also grundsätzlich ist es so, wenn diese Messsonde komplett trocken gemacht wurde und dann 0 anzeigt, dann muss sie nicht kalibriert werden. Wenn ich jetzt hier einmal auf Kalibrieren draufstehe, da würde dann nämlich dann dementsprechend das genau dort stehen. Da wir jetzt aber da schon eine 0 haben, brauche ich das Gerät auch nicht zu kalibrieren. Kalibrieren ist ganz einfach, die gereinigte und trockene Sonde in die Flüssigkeit reinstecken, dann kurz auf Kalibrieren drücken, dann müsste das Gerät sich anschließend auf 0 einstellen. Ja, das kann eine Kleinigkeit dauern, damit es dementsprechend hin und her messen kann, aber das wäre dann dementsprechend so der Vorgang. Ja, alles in allem muss ich das Ganze jetzt natürlich noch in mein SmartReef, in meine Gruppe zuweisen, damit das Ganze auch mit angezeigt wird in meinem Reefer. Und wir gehen jetzt mal rüber und da sehen wir die Historie vom TDS-Meter, was da jetzt auch immer 175 war. Das war wahrscheinlich eben der Versuch. Und da können wir dann auch dementsprechend nachverfolgen, wie unsere Gesamthistorie ist. Ich verbaue das Ganze jetzt unten, dann sehen wir uns gleich wieder. Ja Leute, ihr seht, das Gerät ist installiert und ja, es ist eine weitere Anzeige, es ist ein weiteres Überwachungsinstrument, um zu schauen, wie es allgemein ausschaut. Da unten ist es mit drin, wir gehen mal in den aktuellen Wert rein. TDS-Meter 0 ppm, ist klar. Es wird auch grundsätzlich immer dann aufgezeichnet, wenn irgendwelche Veränderungen stattfinden. Mein Levelkeeper wird jede Stunde nachfüllen und dementsprechend, wenn dann irgendwas sein sollte oder ein Ausschlag sein sollte, wird mir das Gerät das dann dementsprechend anzeigen. Also wieder ein neues Teil in der Gesamt-Refactory-Familie, was dann im Endeffekt dann zum smarten, überwachten Aquarium führt. Es gibt noch weitere Sachen, die dann bald kommen. Das ist der Salinity Guardian, der angekündigt ist, der bald auch hier aufschlagen wird. Und ich werde schauen, dass ich noch an die älteren Geräte rankomme, damit ich euch das Gesamtkonzept besser vorstellen kann. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag, Abend oder Nacht oder wann auch immer ihr dieses Video schaut. Solltet ihr noch Fragen haben, schreibt es runter in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Ich zähle auf euch, euer Viper. Ciao.